Die erste ganze Woche mit Junai ist um. Wir haben vieles erlebt und Junai hat einige neue Dinge kennengelernt und mit mir zusammen Wald, Wiese und Feld erkundet. In dieser Woche ist das Eis zwischen Junai und Norell gebrochen und Norell hat begonnen, mit seinem Sohn zu spielen, ihn bei sich liegen zu lassen und ihn zu erziehen. Natürlich kommt auch der Schlaf nicht zu kurz. Junai schläft erfreulicherweise bereits von selbst an allen möglichen Orten und akzeptiert auch den Kennel mittlerweile schon relativ gut. Bist du mit? Dann haben wir diese Woche mit Geschirr und Leine begonnen. An beidem stört sich Junai erfreulicherweise kaum. So können wir den Erlebnisradius also noch etwas erweitern und dank Leine dann demnächst auch belebtere Orte besichtigen. Super, toll! Bei unseren Trainingseinheiten stand wieder Spielen und ein bisschen Klickern auf dem Programm. Beim Spielen haben wir einfach weitergemacht mit den Zergeln und Tauschen und haben das auch das erste Mal an einem anderen Ort, nämlich draußen, probiert. Auch da hat Junai sich sehr gut auf das Spiel eingelassen und direkt intensiv mit mir gezergelt und sogar ein bisschen getauscht. Beim Klickern habe ich Junai weiter ausprobieren lassen, was ihm so einfällt, und habe das geklickt, was mir gefallen hat, was ich lustig fand, wo ich das Gefühl habe, dass das vielleicht später mal verwendbar sein könnte, und habe ab und an sogar schon ein bisschen abgewartet, wenn er immer wieder dasselbe angeboten hat, ob er noch auf eine neue Idee kommt. Und siehe da, er hatte noch mehr Ideen für mich im Petto. Neu dazu gekommen ist diese Woche der Beginn von unserem Deckentraining oder Pausentraining. Ich möchte für Junai dabei eine Decke nutzen, die einfach ein sehr deutlicher Ort ist, dass er erstmal lernen kann. Diesen Ort soll er nicht verlassen, sondern dort abwarten, zugucken, von mir aus auch gerne einschlafen, aber auf jeden Fall dort bleiben, während ich mit Norell etwas arbeite, später natürlich auch, während andere Hunde arbeiten. Das habe ich angefangen, indem ich Junai auf seine Decke setze, ihn etwas körperlich dort kurz halte, dass er merkt, er soll dort bleiben, und ihn auch körperlich bremse, wenn er dort wieder runtergehen möchte, und parallel dazu mit Norell eben ein bisschen arbeite. Finish.
Fertig.